Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videobeitrag. Eine Sache, die ich sehr relevant finde im Network Marketing, ist, dass man lösungsorientiertes Verhalten an den Tag legt. Es gibt viele Networker, welche für alles Mögliche eine Ausrede finden. Dann hat mal irgendwas nicht funktioniert und schon schmeißt man das Handtuch oder ist enttäuscht, spielt die beleidigte Lederwurst. Und so weiter und so fort. Mit dieser Einstellung, das muss man ganz deutlich sagen, wird man nirgendwo, vor allem nicht in der Selbstständigkeit, egal in welchem Bereich, erfolgreich sein. Ein Unternehmer hat immer eine lösungsorientierte Einstellung. Das heißt, wenn irgendwo Probleme auftauchen, und Probleme, das kann ich jetzt schon sagen, auch Network Marketing werden immer wieder auftauchen in unterschiedlichen Bereichen, dann ist es wichtig, dass man dann nicht umfällt und nicht mal aussteht, sondern dann eine Lösung findet für ein bestehendes Problem. Und es gibt grundsätzlich für jedes Problem, was auftaucht, immer eine Lösung, immer einen Umweg, um ans Ziel zu kommen und die Sache zu bereinigen. Und deswegen ist so diese positive Grundeinstellung sehr, sehr wichtig. Und wenn man immer nur überall den Haken sucht und ein Problem, eine Ausrede, warum irgendetwas eventuell nicht klappt oder nicht funktioniert oder vielleicht sogar für sich selber eine Ausrede findet, wo man etwas dann doch nicht so durchzieht, wie man es eigentlich vorhatte durchzuziehen, dann wird man nicht zu Ergebnissen kommen. Also ganz wichtig, das kann ich jedem nur empfehlen, dass man wirklich sich verinnerlicht, egal welches Problem auch kommen mag, dass man immer versucht, lösungsorientiert zu denken und eine Lösung für das bestehende Problem findet. Und wohlgemerkt, zu 99% nach all meinen Erfahrungen gibt es immer eine Lösung, ein bestehendes Problem zu bereinigen, beziehungsweise es zu umgehen, auszuweichen oder ja, einfach einen anderen Weg zu finden, der dennoch zu den, ja, zum Erfolg führt. Also ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen wichtigen Mehrwert weitergeben und freue mich, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis bald, dein Matthias. Ciao, ciao.